Also Wasser ist das Einzige auf der Welt, was sich ausdehnt bei Kälte. Du kannst mit Wasserdruck sogar in Stein schneiden, Alter. Zuerst dachte man, die Eigenschaften hingen von der Zusammensetzung des Wassers ab. Doch diese Theorie konnte widerlegt werden. Worum geht's heute? Und zwar das geheime Wissen von Wasser. Und diesem Thema werden wir uns heute widmen. Wir haben den besten Content weit und breit. So, jetzt geht's los. Oh. Wasser ist schon krass, ne? Water ist krass. Danke sehr. Geile Melodie. Wasser, die am häufigsten vorkommende Substanz auf der Erde. Geile Stimme. Es begleitet uns in jedem Moment unseres Lebens. Doch kennen wir eigentlich die Geheimnisse dieses erstaunlichen Elements? Ich bin so Wo gespannt. kam es her? Wer brachte das Wasser auf unseren Planeten und wieso? Gerade Wasser macht unsere Erde so einzigartig. Man sagt ja, Wasser ist Leben, ne? Aus dem Wasser kommt das Leben. Vielleicht weiß nur das Wasser selbst die Antworten auf diese Fragen. Immer noch ist so viel Wasser vorhanden, wie zu dem Zeitpunkt, an dem alles begann, als die Erde entstand und die Form annahm, die uns heute allen so vertraut ist. Und immer noch ist die Frage, worin besteht die geheime Macht des Wassers? Die geheime Macht? Aber warum geheim? Will jemand das Wissen über Wasser geheim halten oder was? Wasser ist krass. Also, wer von euch war schon mal am Meer, am Strand und da kam eine Welle und du dachtest, du stehst jetzt da einfach und hast du einfach gemerkt, dass du einfach ein Furz bist gegen eine kleine Welle von Wasser. Ne, die zieht sich so mit. Die schneiden ja auch teilweise mit Wasser, ne? Also, du kannst mit Wasserdruck sogar in Stein schneiden, Alter. Und wenn du von ganz weit oben runterfällst ins Wasser, Ich habe mies wirkt recherchiert. Wasser fast schon wie Beton. Es kann kein Weißt du aber. Wissenschaftler erklären, warum Wasser sich bei Minusgraden verdichtet, eine höhere Dichte hat als bei Plusgraden. Jede Substanz verdichtet sich, wenn sie abgekühlt wird. Doch Wasser tut das Gegenteil. Es dehnt sich aus. Aha. Seit Urzeiten haben die Menschen sich diese Tatsache zunutze gemacht. Im Norden wurde Stein als Baumaterial gebrochen, indem man Wasser in Felsspalten goss, bevor der Frost kam. Im Süden trieb man Holzkeile in Gesteinsritzen und tränkte diese mit Wasser. Sobald die Holzkeile anschwollen, zerbarst das Gestein. Okay. Lange Zeit später entdeckten Wissenschaftler, dass Wasser in Kapillargefäßen einen enormen Druck aufzubauen vermag. Also Wasser ist das Einzige auf der Welt, was sich ausdehnt bei Kälte. In einem Samen kann der Druck im Moment der Keimung über 400 Bar betragen. Auf diese Weise kann ein Sprössling mit Leichtigkeit selbst Asphalt durchdringen. Wow. Krass. Obwohl es ein so kleines Molekül ist, besitzt es diese außergewöhnlichen Eigenschaften. Kein anderes Molekül weist ähnliche Anomalien auf. Würde auch nur eine einzige. Если бы не мы, здорово, корова, как дела? Меня зовут Киа, как зовут брат? Ты чё? Diese Anomalien fehlen, wäre auf der Erde kein Leben denkbar. So einzigartig die Eigenschaften von Wasser sind, so schwer lassen sie sich durch die Gesetze der Physik erklären. Bislang kann die Wissenschaft nicht begründen, warum Wasser als einzige Verbindung in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. In alle drei Aggregatzuständen. Wer kennt sie? Wer kennt sie? Komm, wer hat in der Schule aufgepasst? Meins, flüssig, fest und gasförmig. Da habe ich mal ausnahmsweise aufgepasst. Flüssig, fest und gasförmig. Wir haben große Fortschritte gemacht. Inzwischen wissen wir, dass wir beinahe nichts über Wasser wissen. Dadurch ist das Bedürfnis entstanden, mehr über Wasser herauszufinden. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis, ne? Zu sagen, dass wir nichts wissen, da bist du schon mal einen Schritt weiter. Und das ist ein großer Fortschritt. Wasser hat ein Gedächtnis. Experimente überall auf der Welt haben bewiesen, dass Umwelteinflüsse prägende Spuren im Wasser hinterlassen. Alles, was um das Wasser herum geschieht, wird gleichsam aufgezeichnet. Frequenzen beeinflussen Wasser auch. Deswegen sage ich schon mal, Frequenzen beeinflussen uns Menschen auch, weil wir bestehen aus ca. 70% aus Wasser. Alles, was mit Wasser in Berührung kommt, hinterlässt eine Spur. Strukturiertes Wasser ist das beste Antibiotikum, das es gibt.
Die US Army setzt es in Afghanistan und im Irak ein. Ein Molekül dieses Wassers auf 100 Millionen Trinkwassermoleküle tötet alle Bakterien in einer Wunde ab. What? Der Präsident der Vereinigten Staaten benutzt dieses Wasser zur Handdesinfektion. Ich fragte mich, was soll das für Wasser sein? Wenn Wasser Informationen speichert, erwirbt es neue Eigenschaften, obwohl sich die chemische Zusammensetzung nicht ändert. Zuerst dachte man, die Eigenschaften hingen von der Zusammensetzung des Wassers ab. Doch diese Theorie konnte widerlegt werden. Die Struktur von Wasser, das ist die Art und Weise, wie sich die Moleküle organisieren. Wassermoleküle schließen sich in Gruppen, sogenannten Clustern, zusammen. Die machen Gangs, Wassergangs untereinander, stellt euch vor. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Cluster als Erinnerungsspeicher fungieren und gleichsam wie ein Magnetband beschrieben werden können. Niemand denkt daran, dass sich das Wasser verändern könnte, wenn man das Licht anschaltet oder ein elektronisches Gerät bedient. Aber in diese Richtung forschen wir. Interessant. Wasser bleibt natürlich immer Wasser. Aber seine Struktur reagiert auf Irritationen wie das Nervensystem. Die Stabilität der Cluster ist ein weiterer Hinweis auf die Fähigkeit zur Informationsspeicherung. Wasser ist vielleicht der größte Erinnerungsspeicher, den es gibt. Wie ein Riesencomputer. Wir müssen verstehen lernen, wie es sich organisiert. Es ist wie mit dem Alphabet. Durch seine Kenntnis versteht man noch keine Worte oder Sätze. Die Molekularstruktur von Wasser ist wie ein Alphabet. Und wir müssen lernen, Wasser in zusammenhängenden Sätzen zu lesen. In Professor Korotkows Labor werden die Auswirkungen menschlicher Emotionen auf Wasser erforscht. Eine Probandengruppe sollte positive Gefühle wie Liebe, Zärtlichkeit oder Fürsorge auf einen Becher Wasser projizieren. Da haben wir das. Dann wurde geil, dass die Experimente zeigen. Das finde ich interessant. Becher ausgetauscht und die Gruppe sollte das Wasser mit negativen Gefühlen wie Angst, Wut oder Hass aufladen. Danach wurden beide Wasserproben Messungen ausgesetzt. Und tatsächlich hatte sich das Wasser je nach Art der Emotionen verändert. Okay. Liebe erhöhte das Energieniveau des Wassers und stabilisierte es, während Hassgefühle die Energie des Wassers verringert hatten. Ich hoffe, den Menschen zeigen zu können, dass Wasser ein Gedächtnis hat. In Dr. Emotos Labor werden Wasserproben unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Und dann umgehend in einer kryogenischen Kammer schockgefroren. So sieht Wasser nach dem Erhitzen in einer Mikrowelle aus. Das ist der Effekt, den ein Mobiltelefon auf Wasser hat. Zu diesem Wasser hatte jemand Dankeschön gesagt. Wow! Ey, meinte das echt? Jetzt mal Real Talk. Guck mal, Mobiltelefon, Mikrowelle. Und dann sagst du Danke zu deinem Wasser und dann sieht das so aus. Wow! Ich weiß es nicht. Also, es ist schon wild. Du ekelst mich an. What? Das ist krass. Also, die Wasserkristalle verändern ihre Form, je nachdem, wie man oder was für Frequenzen man denen zufügt. Das ist damit gemeint, ne? Ein Mensch besteht je nach seinem Alter zu 70-90% aus Wasser. Und ein Erwachsener hat einen täglichen Wasserbedarf von ungefähr 2,5 Liter. Was trinkt ihr so am Tag, Chat? Wie viel Liter Wasser? Jetzt mal Real Talk. Also ich gebe mir Minimum 2. Immer. Also 2 Flaschen sind immer drin. 1,5 Liter werden beim Duschen oder Baden über die Haut aufgenommen. Bis das Wasser aus unserem Hahn strömt, hat es bereits einen langen Weg hinter sich gebracht. In der Natur folgt das Wasser immer einem kurvigen Verlauf. In jedem Wasserversorgungssystem aber gibt es viele rechtwinklige Abzweigungen. Die natürliche Struktur des Wassers zerbricht mit jeder einzelnen abrupten Richtungsänderung.
Wasser aus dem Trinkwasserversorgungssystem nimmt unterschiedliche kristalline Strukturen an. Aber sie sind alle deformiert. Das sieht dann ungefähr so aus. Kristalline Struktur ist niemals symmetrisch oder ästhetisch ansprechend. In Fußbodenheizungssystemen, so wie wir es hier haben, wenn da keine Vitalisierung drinnen ist, wird das Wasser tot, faulig, ja? Und entzieht den Menschen, den Pflanzen, den Tieren, die in diesem Haus wohnen, die Energie. Die raubt die Energie. In den meisten Städten ist das Wasserversorgungsnetz ein in sich geschlossener Kreislauf. Krass. Nach einer aggressiven chemischen Reinigung und dem Durchlaufen von gewaltigen Filteranlagen wird das Wasser in unsere Wohnungen und Häuser geleitet. Dabei hat es die Gewalt nicht vergessen, die man ihm angetan hat. Doch noch viel schwerer wiegt die Verschmutzung durch Informationsaufnahme, die das Wasser beim Durchströmen kilometerlanger Rohre und Tausender von Wohnungen und Häusern erfährt. Die Wissenschaft wird höchstwahrscheinlich niemals herausfinden, aus welchem Prozess Adam hervorgegangen ist. Aber der Koran spricht davon, dass Wasser dabei eine zentrale Rolle gespielt hat. Wisst ihr, was ich aber schön finde bei dieser Dokumentation? Sie lassen wissenschaftliche Aspekte mit einspielen, religiöse und nicht einseitig. Das ist gut anzumerken. In diesen beiden Behältern befinden sich zwei Proben einer Emulsion von Rohöl und Wasser, einem stabilen Abfallprodukt bei der Raffinierung von Öl. Eine Probe wird nun 7 Tage lang einer elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt. Dabei sollen sich die Wassermoleküle von den Ölmolekülen trennen. Aha. Nach 4 Tagen ist der Unterschied zwischen den beiden Proben offenkundig. Das Wasser hat sich vom Öl getrennt und an der Verbindungsgrenze ist ein kraterförmiges Gebilde entstanden. Das deutet auf einen fortdauernden Trennungsprozess hin. Okay. Das Magnetfeld, mit dem wir das Wasser zu beeinflussen versuchen, ist in etwa dem vergleichbar, das unser menschliches Herz verursacht. Am 7. Tag der Bestrahlung hat sich das Wasser vollständig vom Öl getrennt. Betrachten wir die Auswirkungen von Wasser auf das Blut des Menschen. Eine Ärztin entnimmt am Finger eines Patienten eine Blutprobe. Unter einem Spezialmikroskop lässt sich der körperliche Zustand des Patienten nur aus diesem einen Tropfen ablesen. Das sind rote Blutkörperchen, die ihre elektrische Ladung verloren haben und zu einer Art Gerinnsel verklebt sind. Hier sieht man auch einen großen Symplasten. Symplasten deuten auf Herzkrankheiten, Arthritis oder Lungenerkrankungen hin, die in der Zukunft auftreten könnten. Die Ärztin bittet den Patienten nun, eine kleine Menge strukturiertes Wasser zu trinken. Nach 12 Minuten wird eine weitere Blutprobe entnommen und untersucht. Man sieht hier sehr gut, dass die Zellen beweglich und geschmeidig geworden sind. Okay, das ist wild. Das ist sehr, sehr wild. Sie sind auch wieder elektrisch geladen und gewährleisten so einen störungsfreien Sauerstofftransport im Blut. Der pH-Wert nähert sich auch bereits wieder dem Normalniveau bei aerobem Stoffwechsel an. 1995 konnte Dr. Emoto Masaru als erster Wissenschaftler den Einfluss von Musik auf Wasser nachweisen. Oh, jetzt kommen wir auf das Thema, was ich gerade gesagt habe. Musik, geil. In seinem Labor beschallte er Wasser mit Musik, kühlte es herab und untersuchte die Eiskristallbildung unter dem Mikroskop. Oh. So sieht die Musik von Johann Sebastian Bach aus. Oh mein Gott, ich habe das Cover für mein Album. Ich muss meine Musik abspielen und dann sehen, was für eine Kristallform das Wasser annimmt. Und das wird das Cover von meinem Album. Szenario 2. Püff. Aber woher denn? Boah. Mozart. Boah, das sieht schon wild aus. Ey, boah, ich habe eine Idee. Ich muss das meinem Grafikdesigner kurz schicken. Ich schicke ihm das jetzt. Der denkt sich, ich bin durchgeknallt. Warte mal. Yo, Brody, grüß dich. Und zwar siehst du gerade ein Wasserkristall. Dieses Wasserkristall bildet sich, wenn Mozart abgespielt wird. Jetzt stell dir vor, das nimmt man als Cover für mein Album. Und jetzt stell dir vor, man spielt meine Musik ab. Wie sieht dann das Wasserkristall aus? Wie kann man das machen? Hast du da irgendwelche Connections zu irgendwelchen Wissenschaftlern? Scheiße. Weiter geht's. Beethoven.
Ich fand die vom Mozart-Saal am schönsten aus, fand ich bisher. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Heavy Metal. Boah, gar keine Struktur. Ich sag mal so, ne, jedem das Seine. Aber Heavy Metal ist für mich so sehr stressig und unangenehm. Das ist so wirklich unangenehm. Ich könnte mir das niemals anhören. Oder so richtig Elektromusik. So. Alter, ich kack ab. Und dann schreien die so. Manchmal reicht. Also nichts gegen Leute, die das gerne hören. Ich meine jetzt nur auf diese Wasserkristalle bezogen. Ich verstehe langsam. Mein Körper wehrt sich dann dagegen. Ich merke schon. Schon Gefühlsausbrüche aus, um solche negativen Auswirkungen zu erzeugen. Ich wüsste von keinem Konzert mit klassischer Musik, bei dem es zu derart gewalttätigen Ausbrüchen. Da sagt er was, ne? Boah, da sagt er, darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Musik, die so krawallmäßig ist, da gibt es echt solche Leute, die sich schlagen, ne? Ja. Wie in diesen Aufnahmen hier gekommen wäre. So wahnsinnig. Negative Emotionen hinterlassen im Wasser deutliche Spuren. Ein solches Wasser kann bei eben noch ganz gelassenen Menschen starke Aggressionen auslösen. Oha. Dr. Emoto hat noch ein anderes interessantes Experiment durchgeführt. Er füllte Reis in drei Glasbecher und goss Wasser hinzu. Ich feiere das an der Doku so hart, dass sie so viele Experimente machen. Das heißt, die zeigen das permanent. Das ist sehr, sehr gut. Einen Monat lang sagte er jeden Tag zum einen Becher, vielen Dank. Zum zweiten, du bist ein Idiot. Und zum anderen? Den dritten Becher ignorierte er einfach. Oh, ich finde das das Schlimmste. Der ignoriert wird, ich sag euch, der wird am meisten Schaden davon tragen. Nach einem Monat begann der Reis, bei dem er sich bedankt hatte, zu fermentieren und gab ein starkes, aber angenehmes Aroma ab. Der Reis im zweiten Glasbecher hatte sich schwarz verfärbt. Der Reis, den Dr. Emoto ignoriert hatte, hatte zu schimmeln begonnen. Oh. Dr. Emoto ist der Meinung, dass wir aus diesem Experiment eine wichtige Lehre, vor allem für den Umgang mit unseren Kindern, ziehen können. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und ihnen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Gleichgültigkeit richtet den allergrößten Schaden an. Hass und Wut haben nicht nur einen destruktiven Einfluss auf unsere Mitmenschen, sondern können sich sogar gegen uns selbst wenden.